Hallo und herzlich willkommen. Mein Gartenschlauch und ich freuen uns, euch zu sehen. Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem fantastischen Gartenbau-DLC hier im Heimwerker-Simulator. So, ich habe mal eine Vermutung wegen des Grilles. Wir probieren das einfach jetzt mal, weil da steht ja noch ein Grill. Also das scheint dann zu meinen, dass da dann noch so ein Grill hin soll oder so. Ich weiß, keine Ahnung, ne? Kann man ja nicht lesen, ist halt blöd. Nee, Gegenstand anbringen an Grill, also das ist falsch. Das ist falsch. Dann, mal wieder weg damit. Ja, müssen wir mal überlegen, wie wir eventuell das... Wo, kann man das nicht irgendwie noch besser sehen? Ich weiß nicht wo. Naja, gut. Wir machen erstmal hier weiter. Hier kann man nichts falsch machen. Gegenstand anbringen, Hahn auf dem Frühling. Was? Was ist das denn? Wir gucken uns natürlich, wenn wir selbst... Okay. Wenn wir das selbst gestalten, dann können wir uns natürlich nochmal angucken. Nee, so rum ist schon richtig, ne? So, ja, kann hier gespielt werden. Auch da, ne, für übervorsichtige Eltern. Immer schön, wenn das Kind hier drauf spielt und nach vorne ruckelt, dann schön hier in die Dornen von dem Busch rein. Hervorragend, total wunderbar. Pflanze die Pflanze, kleine Kirsche. Montiere. Ja, was soll ich denn montieren? Gedrückt halten, um aufzuheben. Benutzen. Sehr gut. Das Spiel könnt ihr übrigens erwerben. Link in der Videobeschreibung. Und ansonsten ganz tolles Spiel auf unserem fantastischen Partner Gamesell Rocket zu erwerben natürlich. Was soll ich jetzt montieren hier? Ich bin echt verwirrt. Ich habe doch keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch zu montieren? Gegenstand an Grill anbringen. Was soll ich denn hier für einen Gegenstand anbringen? Gut. Hier haben wir alles erledigt. Müssen wir im Haus irgendwas noch machen? Nö, ne? Wir können doch gar nicht niemals ins Haus reingehen. Zurück zum Büro würde ja den Auftrag beenden, ne? Ja. Was ist denn hier? Ist noch irgendwas rot? Pflanzt die Pflanze. Hä? Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Jetzt kann die Pflanze mit Erde bedecken. Ey, wie awesome! Alter, wie cool ist das denn? Das ist ja krass. Guck mal, das wurde aber jetzt nicht als Fortschritt angezeigt. So, pass mal auf, dann mache ich jetzt mal ein schönes Loch hier für die Pflanze rein. Sehr gut. Und hier nochmal und da nochmal. Da ist auch sich jede Menge dazugekommen. Oh, jetzt auf dem Boden. Ja, so. Einmal draufspritzen. Sehr schön. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir hier noch jede Menge mehr Pflanzen einbuddeln. Ich hoffe, dass uns das von den Prozenten her reicht und wir jetzt nicht irgendwie, weil wir die Grillzange Deluxe, die wir da in der Beschreibung leider nicht lesen können, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie man das wohl richtig macht. So, Erde drauf. Guck mal hier mit der Polygonumformung. So. So. Was ich übrigens sehr cool finde, ist mittlerweile, dass die Werkzeuge auch richtig automatisch ausgesucht werden, je nachdem, welches Werkzeug man da braucht. Ne? Das ist schon ganz cool. So. Pflanze rein. Und ja, auf dem Boden. Hier einmal, hier schön das grüne Licht. Und hier nochmal. Ja, Mensch. Sehr gut. Ah, da kann nichts mehr schief gehen. Hier ist der Profi, ist zugange. Was? Alter, was ist denn jetzt schon wieder? So.
Bedeckt mit Erde. So, ja, das ist hervorragend. Ich habe noch viel mehr Pflanzen. Ah, wir müssen die einpflanzen. Ah, so, siehste, wieder was gelernt. Wie cool. Gut, dann graben wir mal hier Maulwurf, wie wir sind, ein Löchchen in die Erde, auf das uns diese Pflanze hier gut gedeihen werde. Bedecke mit Erde, so. Sehr gut. Montiere. Ja, montiere heißt doch eigentlich irgendwie montiere... Huch. Nimm die Schaufel aus. So. Das heißt doch normalerweise immer hier so Schrauben reindrehen und so. Das ist ja eigentlich auch sehr deprimierend, wollte ich gerade sagen. Sehr detailliert. So. Zudecken. So, montiere. Ja, was montieren wir denn hier wohl? Hinzustellen, drehen. Nee, also hier montieren wir nichts. Hier montieren wir auch nichts. Hier scheint alles fertig zu sein. Ja, dann müssen wir doch nochmal raten, was wir hier wohl... Ja, vielleicht ist hier noch irgendwo was. Nö, hier sind auch alles Unkraut, alles weg. Das sind Jodus. Das haben wir Jod gemacht. Wir können mal eben hier kurz... Naja, wir sind ja serviceorientiert. Wir können mal eben kurz hier so ein bisschen die Pflanzen gießen. Ah, das macht keinen Unterschied. Irgendwas anderes haben wir noch, übersehen. Was könnte man denn wohl an den Grill montieren? Das müssen wir jetzt wirklich raten. Gegenstand anbringen. Grillwengel. Oder ist das, weil er außerhalb steht? Das ist, weil er außerhalb steht. Okay, jetzt Tisch, Gratz, Möbel. Wir gucken mal so ein bisschen, was es hier alles gibt. Tisch. Das ist irgendein polnischer Tisch. Stand wahrscheinlich vorher im deutschen Bau. Was? Hallo, bitte. Alter, wie viele Sachen es hier gibt. Cool. Ja, da kann man sich richtig ausleben. Graz. Tisch. Graz. Tisch. Tisch. Gdazina. So, nehmen wir was Dunkles. Und wo machen wir denn die Essecke hin? Ja, für diese ganzen Helikoptereltern, ne? Das muss ja irgendwie irgendwo hin, wo man da die Kinder, die... noch spielen sieht. Und wahrscheinlich müssen da gleich noch irgendwie 50 Gartenstühle drumrum. Deswegen stellen wir das mal hier hin. Siehste. 6x Stuhlgrad-Dinner. Ja, ich kann hell sehen. Wo ist denn mein Stuhl? Das klingt falsch, ich weiß. Hallo? Stuhl... Gradina. Kaufe viele. Was auch immer das wieder heißt. So, pass auf, dann machen wir das wieder so ein bisschen lebhaft, das kennt ihr ja von mir. Da haben ja noch Leute eben dran gesessen und hier haben wir die fette Party gefeiert. Da bin ich auch mal gerne wieder falsch zitiert worden. Da wird mir in den Mund gelegt, ich hätte gesagt, alle Leute, die Alkohol trinken, sind Idioten. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, ich finde es idiotisch. Ah, das ist ein Unterschied. Ja, Mensch. Das sind aber jetzt nicht 7 Stühle, das sind 5. Hier, wenn die Mutti hier, wenn die, ja, weißt du, das ist auch nochmal schön. Und hier einmal die Kinder beobachten beim Spielen. Ja,
Ja, jetzt brauchen wir noch eine Liege. Das war ja eh klar. Liege Ellipsa. Oh. Oh, diese Farbe ist so... Oh, das ist schön. Ja, das ist schön. Da haben wir ein dunkles Kissen. Eine helle Grundlage. Nee, die draußen nicht, ne? Draußen da. Und wenn die Kinder am Quasen sind, dann wird's dreckig. Und man kennt es ja. So, die passt wunderbar hier hin. Ja, aber was soll man denn hier montieren? Den Baum? Hier ist noch irgendwas. Aber das sind normalerweise in so Architektenzeichnungen sind das halt normal die Icons für Büsche, ne? Also das kann es nicht sein. Und den Sandkasten, da mussten wir irgendwie nichts montieren. Also ich würde sagen, oder müssen wir hier noch, nee, die müssen wir auch nicht montieren. Hier können wir nur transportieren. Ja, die können wir nur transportieren. Oh. Hier ist noch eine Zone. Zweimal Sofa Salami. Das kriegen wir hin. Sofa Salami. Gut, was passt denn da? Das ist eigentlich schon eine ziemlich schicke Farbe für draußen. Aber wir haben uns ja mit den dunkleren Tönen aufgehalten. Oh, nee. Ja, genau. Also das scheint ja so ein bisschen altbackener zu sein. Na, das passt gut. Das passt gut hier zu dem. So, pass auf. Und jetzt können wir das hier schön hier so hinstellen, dass die nebeneinander passen. Pass auf. Einmal so. Ja, ich hätte auch Kauf für viele machen können. Pass auf, jetzt. Hä? Perfekt. Cool. Sehr cool. So, hier war noch was. Gegenstand anbringen. Ein Tisch sah. Ah, da gehört noch ein Tisch zu. Okay. Tisch. Sami. Ah ja. Pass auf, da machen wir mal hier, ne, Akzente setzen. Da machen wir mal hier aber sowas von. Kaffeeeckchen? Achso, das ist Kaffeeeckchen. Ist auch fertig. Okay, das ist fertig. Grill. Der Gartenaufgaben. Man sieht da oben immer die Zonen eingeblendet. Und da sagt er jetzt eins. Also hier ist noch eins nicht fertig. Aber was denn? Ich sehe hier nur... Also wie gesagt, das sind ja Icons für Büsche hier. Was habe ich denn da übersehen? Irgendwas müssen wir hier montieren. Aber was denn? Hä? Was war das? Da war gerade was. Hallo? Spiel? Hilfe? Hallo? Was ist da los? Da war doch was. Oder bin ich nur hier in die Nähe gekommen? Ja, wahrscheinlich bin ich nur in die Nähe gekommen. Tja, was müssen wir denn hier montieren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel Bock mit euch gemeinsam... Ist der vielleicht, weil er zu weit außen steht oder so? Nee. Tja, keine Ahnung. Also irgendwas haben wir hier... übersehen. Wie dem auch sei, ich danke... Oh, hier sind schon die ersten Kirschen dran. Oh, lecker.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir uns natürlich das nächste Grundstück vornehmen. Und ja. Einen Baum montieren wir ja auch nicht, ne? Naja, also, vielleicht sollen wir die Mail auch mal richtig lesen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Und Daumen. Tschüss.